Ja, die Umfrage ist mittlerweile vorbei und ja, 50-50 für Kampagnen und für Achievements. Kampagnen habe ich ja sogar schon angefangen und beziehungsweise weitergemacht mit der zweiten von Amerika. Da werde ich es auch so machen, dass ich halt gleich das, also das ist das als nächstes von den Kampagnen, die beiden europäischen kommen und dann halt immer im Wechsel Amerika, Europa, Amerika, Europa. Und für die Achievements, was wir halt als in Vanilla machen, stellt sich jetzt halt die Frage, wo sollen wir das machen? Deswegen gibt es hier wieder eine Abstimmung. Ihr könnt oben rechts auf das i drücken und dann abstimmen, ob wir das in Europa machen oder in Amerika. Und für diejenigen, die sich fragen, was jetzt eigentlich mit Transport Fever Schönbau aus Friesland Map ist, hier seht ihr gerade einen kleinen Ausschnitt. Das ist mein Rebuild. Das hat, was ihr dort seht, hat insgesamt eine Stunde gedauert. Es ist noch nichts passiert. Das ist der zweite Rebuild des Ganzen. Einfach aus dem Grund, weil halt ein Modder offenbar gehackt wurde und der Hacker dann irgendwie alle Sachen von dem Steam Workshop von der Person gelöscht hat. Und deswegen bin ich erst bis jetzt dahin gekommen mit gefühlt 40 Crashes. Und ja, das ist so der Stand der Dinge. Da arbeite ich halt weiter dran und ich habe auch vor, den Bahnhof, was ist immer noch ein Standardbahnhof, habe ich vor, anders zu machen, was ihr jetzt sehen könnt. Da habe ich das versucht, mal so ein bisschen, mich so ein bisschen dran zu probieren, mal dasselbe zu bauen. Ob das so im Endeffekt funktioniert, weiß ich nicht. Das werden wir sehen, aber ach du Scheiße, sieht das kacke aus gerade. Ich muss noch erinnern. Naja, das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schön abstimmen und bis zum nächsten Video.